Herzlich willkommen zum Herzerwärmer Podcast, ein Projekt der Smart Life Toolbox FSK 18. Jeanettes Ziel als Deutschlands erste Herzwärmerin ist, dass du dich nach dem Hören ihres Podcasts augenblicklich lebensfroher, motivierter und einfach herzerwärmt fühlst. Du bist genau richtig, wie du bist. Neu, 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 neu. Ab sofort werde ich euch vor jedem Herzerwärmer Podcast eins meiner Gedichte vorlesen. Es gibt seit vielen Jahren Herzerwärmer-Poesie. Die schreibe ich oft in meinem Garten oder ganz, ganz, ganz zeitig am Tag, also noch vor 6 Uhr früh, dann, wenn Ruhe herrscht, und die Energie will ich euch einfach mitgeben. Also lauscht, genießt, seid inspiriert und macht was Schönes aus eurem Tag. Bis bald! Hallo meine lieben Herzerwärmer-Fans, ich möchte euch Herzerwärmer-Poesie vorlesen. Ich schreibe Gedichte, seit ich denken kann, also seit es mir mal richtig schlecht ging. Die guten Dinge kommen wahrscheinlich oft erst, wenn es einem richtig schlecht ging. Und heute möchte ich euch vorlesen, hör zu. Entspannt euch, macht euch bequem, genießt. Das Leben sagt dir jede Sekunde was. Aber hörst du das? Du hetzt von hier nach dort und dann bist du schon wieder fort. Deine Gedanken sind irgendwo, nur nicht da, wo sie richtig sind. Und du bist die ganze Zeit so unruhig wie der Wind. Ich suche, ich strebe die ganze Zeit, ich vergleiche mich. Nie bin ich ich, nie bin ich richtig bereit. Ich hetze, ich renne gegen Wände und doch sind sie mir immer gebunden, meine Hände. Und das Leben antwortet, du vergisst zu atmen, zu sehen. Du suchst und suchst und versuchst, aber bleib doch mal stehen. Eigentlich ist es viel leichter, als du denkst, wenn du deine Sinne mal auf deine Gefühle lenkst. Ach, Gefühle, was soll ich damit? Ich muss, ich schaff alles und noch einen Schritt. Ich muss bestehen, ich muss noch besser sein. Mir geht es dabei nicht gut. Ich fühle mich kleiner als klein. Hör dir genau zu. Was sagt dein Herz? Was fühlst du? Du brauchst viel weniger, als du denkst, wenn du deine Sinne auf deine Gefühle lenkst. Ja, und wie komme ich aus dem Strudel heraus? Das Leben ist hart, da bin ich's halt auch. Gefühle, die gelten doch nicht. Oder was sagst du, Leben? Ist da Land in Sicht? Hör dir genau zu. Das ist wichtig. Was sagt dein Herz, dein Geist, dein Körper? Du machst das schon richtig. Du bist bereits alles. Du kannst so viel. Hör dir selbst einmal zu. Was fällt dir leicht, wie im Spiel? Hörst du, wie dein Leben pulsiert? Hörst du, wie deine Energie vibriert? Hörst du, welche Kraft du hast? Hörst du, wie gut du bereits alles schaffst? Hör auf dein Herz, denn du bist so viel besser, als du denkst. Also dir ab sofort selbst ein Zuhören schenkst. Ein tiefes Durchatmen, meine Lieben. Ich wünsche euch, dass ihr am heutigen Tag auf euch hört, auf eure Träume hört, auf eure Gefühle hört, auf eure guten Gefühle hört. Hört in euch rein. Hört in euch rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim jetzt folgenden Podcast und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis gleich.
Hey, meine lieben Herzerwärmer-Fans, da bin ich wieder. Ich habe heute etwas total Schönes für euch. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in der Berufsorientierung Vertretung für eine Freundin gemacht. Das heißt, vorher war ich in der Modebranche, wisst ihr, so ganz so einen imageträchtigen Job mit einem großen Auto, tralala und alles schicki. Und urplötzlich habe ich ja so viele Kinder bekommen, vielleicht wisst ihr das. Ich habe 3 Kinder und die letzten 2 waren auch noch Zwillinge, sodass ich irgendwann echt in den Schoß meiner Familie zurückgezogen bin und mittlerweile immer noch im schönsten Wald des Landes lebe. Und in diesem Wald gibt es natürlich diese ganzen imageträchtigen Jobs, wie damals in der Modebranche, nicht. Und mit so einem bisschen schlechtem Gefühl, wie ich denn hier arbeiten soll und leben soll, hat eine Freundin zu mir gesagt, Jeanette, geh mal bitte in die Schule, 9. Klasse. Ich müsste dort das Thema Selbstpräsentation im Rahmen der Berufsorientierung halten. Das könntest doch du machen. Du kennst dich doch mit Selbstpräsentation und Mode gut aus. Ja, und das war der Startschuss, ehrlich. Ich bin damals in die Klasse reingegangen und Ich hab eigentlich gar nichts gedacht. Ich dachte nur 14, 15-Jährige, na toll, was soll ich denen erzählen? Und ehrlich, Leute, die haben die Handys weggelegt, das Klingeln ignoriert. Und es gab anschließend Klassen, die haben mich über mehrere Stunden nach dem Unterricht zu sich gebucht. Ja, und das war der Startschuss für das, was danach kam. Nur, dass ihr die Geschichte so ein bisschen kennt. Die Schulvorträge wurden größer, es wurden mehrere Klassen gebündelt, dann wurden mehrere Jahrgangsstufen gebündelt. Und worüber ich erzählt habe, war immer und immer und immer dasselbe. Über Lebensträume. Ja, während ich in den Klassen stand, da gibt es ja die Tafeln, die kennt ihr bestimmt noch, ne? Die alten Tafeln, diese grünen, da gab es noch keine digitalen Möglichkeiten. Kreide, grüne Tafel und alles, was die Schüler erzählt haben, alle Erkenntnisse, die wir hatten, habe ich einfach an die Tafel gezeichnet mit kleinen Strichmännchen. Ihr kennt die mittlerweile, ihr seht die ja überall. Und die Schüler haben die ganze Zeit gelacht. Also ging es darum, dass sie lachen und dass sie über ihre Lebensträume nachdenken und dass ich vielleicht etwas dazu zeichnen kann, weil ich es gut zusammenfassen kann, weil das ist eins meiner größten Potenziale, ich kann aus riesigen Mengen an Daten und Informationen eine kleine Zusammenfassung bündeln, die sich zum Schluss in einer Zeichnung findet. Ja, was war die Konsequenz? Die Jeanette, die so geehrt und bejubelt wurde von ihren Schülern, hat ein Buch geschrieben. Und zwar kein dickes Buch, sondern ein ganz kleines Büchlein von Herzen in der Farbe Knallrot. Energie. Und das Ding heißt Lebensträume. Und daraus will ich euch heute etwas vorlesen. Das Büchlein habe ich echt für meine Schüler geschrieben damals. Mittlerweile ist das Büchlein bis in Amerika auf den Schreibtischen. Und ich versuche euch ein bisschen was daraus vorzulesen. Es gibt einige Übungen da drin, die ihr mitmachen könnt. Ich werde euch die so ansagen, dass ihr echt mitschreiben könnt. Und hört euch den Podcast ruhig anschließend nochmal an und füllt das aus, was ihr euch aufgeschrieben habt. Also klar, ihr könnt das Büchlein auch bestellen, ihr könnt es aber auch einfach aufschreiben. Wisst ihr, wenn wir uns etwas aufschreiben, dann ist das so ähnlich wie Zeichnen. Alles, was sich zeichnen lässt, lässt sich auch umsetzen. Heißt, alles, was es geschafft hat, aus unserem Kopf, aus diesen Gedanken, zu einem Wort formuliert zu werden und dann noch auf Papier kommt, das wird zu einem Bild in unserem Kopf und dann können wir das auch umsetzen. Daher, lasst uns loslegen. Lebensträume aus der Reihe Büchlein von Herzen von der verrückten Jeanette Scheer. Auf der zweiten Seite steht ein großes, wichtiges Sätzchen. Was macht dich glücklich? Fängt sie schon an, liebe Leute. Das ist so eine Frage, wisst ihr, da kommen die Ersten und sagen, Sonne macht mich glücklich, Kaffee macht mich glücklich. Ja, das ist schön, das freut mich sehr. Nur, dass wir auf die Sonne so wenig Einfluss haben, auf den Kaffee vielleicht einen Tick mehr, aber an sich sind das alles Sachen, die von außen kommen.
Was macht uns denn von innen glücklich, ist also die Frage dieses Büchleins. Stellst du dir diese Frage oft genug, um wirklich täglich alles genießen zu können, was dich glücklich macht? Wahrscheinlich ja. Damit du dir bewusst wirst, wie viele Dinge dein Leben bereichern, musst du dir diese Frage noch häufiger stellen. Nur so kannst du dir darüber bewusst werden, was dich in deinem Leben glücklich macht. Oder vergisst du vor lauter Alltag die Dinge zu genießen, die du eigentlich so sehr liebst? Manches Glück passiert uns nicht, weil wir es nur nicht richtig erkennen. Um glücklich zu sein oder Ideen und Ziele und Lebensträume umzusetzen, lässt unser Kopf uns immer dieselben Schritte tun. Dann habe ich für euch gezeichnet, ihr müsst es einfach anschauen. Ich werde euch für das Video ein paar Bilder drüber legen, dann könnt ihr schon mal schauen. Schritt 1, wir denken. In unserem Kopf rattert es, ne? Ihr kennt das ja. Nächster Schritt wäre, dieses Denken zu Worten formulieren, die aus unserem Mund kommen, damit wir sie aufschreiben können. Das ist für viele, viele, viele Menschen auf dieser Welt ein riesiges Problem. Oft bleibt es beim Denken und beim Ich hätte und könnte. Und der dritte Schritt wäre, nach dem Denken, nach dem Aufschreiben, handeln. Davon gibt es noch weniger Menschen, die das umsetzen. Also zurück zum Buch. Werde dir wieder bewusst, was dich glücklich macht. Und gleich auf Seite 4 habe ich einen total niedlichen Spruch für euch von Abraham Lincoln. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sein wollen. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sein wollen. Und passend dazu kommt jetzt eine Übung. Solltet ihr einen Stift dabei haben, dann schnappt euch den, ein Blatt Papier. Ihr braucht nicht viel Platz, aber bitte denkt darüber nach. Die Übung lautet, schreibe 5 Dinge auf, die dich derzeit so richtig glücklich machen. Bitte bedenke Dinge, die in dir drin passieren, die du bewirken kannst. Schreibe 5 Dinge auf, die dich derzeit so richtig glücklich machen. Die Aufgabe ist notiert. Dann drück jetzt einfach kurz auf Pause und schreib die auf, dann hast du es gleich weg. Ich bin immer der Meinung, sofort etwas machen. Also wenn es schon von unserem Kopf über Aufschreiben gegangen ist, dann schaffen wir das auch, das jetzt sofort zu machen. Nicht morgen, nicht in 3 Wochen, sondern jetzt. Also drück Pause, schreibe auf. Bis gleich. Auf Seite 6 steht auch eine schöne Frage mit einer kleinen lachenden Sonne daneben. Was macht dich in Zukunft glücklich? Du hast eben notiert, was dich im Moment glücklich macht. Zum Glück. So bist du dir viel bewusster darüber und kannst die Dinge besser genießen. Und was wird dich in Zukunft glücklich machen? Es gibt eine Umfrage unter Senioren mit der Fragestellung, was würden sie jüngeren Menschen für ihr Leben empfehlen? Und die meistgenannte Antwort lautet, liebe Leute, lebe deine Träume und bleibe dran. Um diesen Ratschlag umzusetzen, ja, dafür brauchst du erstmal Träume. Wir müssen täglich mit so viel Verstand durch unser Leben gehen, dass wir träumen und herumspinnen, oft als unnützes Zeug abtun. Dabei ist es so wichtig, dass wir Träume für unser Leben haben. Wie sollen wir denn ein erfülltes Leben haben, wenn wir gar nicht wissen, was wir uns wünschen? Auf den nächsten Seiten sind wieder 2 Übungen. Du hast hoffentlich noch den Stift in der Hand und hoffentlich noch Zettel parat. Denn hier geht es um dein Leben in 5 Jahren und um dein Leben in, wenn du das Alter hast, 20 Jahren. Ansonsten notierst du dir andere Zahlen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, es steht auf deinen Zetteln. Die Anleitung zur Übung, träume, spinne, sei wie ein Kind,
Hier kann dir endlich niemand reinreden, denn deine Träume sind nur für dich. Was sind die glücklichsten Vorstellungen für dein erfülltes Leben? Notiere dir jetzt jeweils 5 Träume. Dein Leben in 5 Jahren und dein Leben in 20 Jahren. In 5 Jahren, in 20 Jahren. Und das Geniale an dieser Übung ist, Leute, schreibt es auf, spinnt herum. Wisst ihr, irgendwann hat sich in mir diese Vision des Olympiastadions eingebrannt. 70.000 herzerwärmer Clubmitglieder im Olympiastadion. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie der Weg dahin ist. Also ehrlich, ich brauche jegliche Unterstützung von euch. Aber ich weiß, dass sich das so gut anfühlt, so verrückt anfühlt, so mich erfüllt. Wenn ich wüsste, ich kann für Heilberufe, wisst ihr, oder für Lehrer so eine Veranstaltung machen und einfach sagen, danke, es gibt dich, dann erfüllt mich das. Und als ich diese Vision, diesen Lebenstraum die ersten Male preisgegeben habe und nach außen formuliert habe, fanden das die Leute nicht besonders witzig. Die haben gedacht, jetzt dreht sie vollkommen ab. Also bitte, für die Aufgabe hier, dreht vollkommen ab. Dein Leben in 5 Jahren, dein Leben in 20 Jahren. Drück jetzt die Pause-Taste und schreibe auf. Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut. Enne Burda. Passt perfekt, oder? Auf der nächsten Seite steht folgende Frage. Was sieht man dir an? Sobald wir einen Raum betreten, bewerten uns die Menschen um uns herum. Wir werden bewertet, wir bewerten andere. Schon im Wort bewerten steckt, dass wir einen anderen Menschen in eine Kategorie stecken wollen. Ist jemand gut oder schlecht? Ist jemand hübsch oder hässlich? Sympathisch oder unsympathisch? Diese Bewertung läuft meist unbewusst ab. Unser Unterbewusstsein holt aus allem, was wir bisher erlebt und gelernt haben, Erinnerungen hervor. In der Vergangenheit kannten wir jemanden, der ähnlich aussah und einfach unmöglich war. Also verpassen wir unserem jetzigen Gegenüber denselben Stempel. So entsteht schnell eine Bewertung, die dem anderen überhaupt nicht entspricht. Wenn wir dann ausschließlich diesen ersten Eindruck nutzen, statt unser Gegenüber besser kennenzulernen, gehen uns die besten Chancen und die tollsten Menschen verloren. Weil wir uns ein Bild machen, das gar nicht der Wahrheit entspricht. Schade eigentlich. Falls du jetzt sagst, du würdest niemanden allein über sein Äußeres bewerten, weil dir die inneren Werte wichtiger sind, oh, dann ist das ein gelungener Ansatz. Vielleicht besitzt du ja gute Menschenkenntnis und lässt dich nicht von einer Oberfläche betrügen. Dann bitte weiter so. Und lass dich ja nie von dieser offenen Einstellung abbringen. Denn dem Phänomen, dass wir andere Menschen bewerten, unterliegen wir irgendwie alle. Aber du bist ja hier im Herzerwärmer-Podcast. Was meinst du, worum es hier geht? Sich nicht an der Hülle festzuhalten, sondern die inneren Werte zum Strahlen zu bringen. In diesem Sinne, komm mit auf die nächste Seite. Franz Kafka sagte, verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hindernis. Vielleicht ist keines da. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass wir anderen Menschen zuerst in die Augen schauen, um herauszufinden, wie sie sind. Männer schauen anschließend auf die Figur, Frauen auf Kleidung und Hände. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir mit unserem Gegenüber noch kein einziges Wort gewechselt. Wir schließen vom Äußeren aufs Innere und können bekanntlich natürlich so richtig schön falsch liegen. Frauen sehen unsagbar viele zickige, arrogante, eingebildete Frauen. Männer sehen ständig andere Männer mit mehr Muskeln, mit hübscheren Frauen und größeren Autos.
Also jetzt mal Hand aufs Herz. Liebe Frauen, wer von uns ist denn wirklich zickig, arrogant und eingebildet? Wir würden uns doch eher als liebenswert, zwar mit kleinen Fehlern, dafür aber mit viel Sonne im Herzen einschätzen, oder? Und liebe Männer, vielleicht sind die hübscheren Frauen ja die Schwiegertöchter und das größere Auto führte zu enormer Verschuldung und der Mann steht total unter Finanzdruck. Wir müssen uns eines merken. Alle Menschen dieser Welt wollen Liebe. Jeder von uns geht einen anderen Weg, um Liebe zu finden. Die einen suchen menschliche Beziehungen, die nächsten haben ein großes Herz für Tiere. Und andere versuchen, Liebe in Materiellem zu finden. Wieder ein anderer glaubt, du würdest ihn nicht annehmen und schaut dich deswegen so böse an. Alles, 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 was wir tun, hat diesen einen Beweggrund. Wir wollen Liebe. Vielleicht kann dir dieser Ansatz helfen, wenn du mal wieder jemandem begegnest, den du beurteilst. Mit Liebe betrachtet. Und dem Wissen, dass andere Menschen auch nach Liebe streben, kannst du die Welt doch ganz anders sehen. Und passend dazu möchte ich euch von Mark Twain ein Zitat vorlesen. Von einem guten Kompliment kann ich 2 Monate leben. Herrlich, ne? Es gibt hier auf Seite 15 ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich empfehle euch jetzt einfach, euch das Büchlein zu holen. Das Spiel mache ich jedes Mal, wenn ich einen Workshop oder einen großen Vortrag habe. Und zum Schluss gehen alle Menschen mit Zettelchen raus, auf denen so wunderschöne Sachen stehen, die andere Menschen in einem sehen, die sich nicht von diesem ersten Eindruck und von der Hülle leiten lassen, sondern wirklich total tolle Potenziale und schöne Dinge auf die Zettel schreiben. Für die Übung wird es zu schwierig in einem Podcast oder ihr besucht mich mal irgendwo live. Dann werden wir die Übung machen. Ich möchte, dass ihr auch so eine Riesenbox mit wunderschönen, lebensrettenden Zettelchen zu Hause habt, wie ich das habe. Ich möchte euch noch einen Spruch von Karl Valentin mitgeben. Der ist so herrlich. Mein Lieblingsspruch übrigens. Ist so ein kleines Männchen daneben gezeichnet mit einer Torte in der Hand. Heute mache ich mir eine Freude und besuche mich selbst. Schön, ne? Ich überblättere ein paar Seiten und möchte euch noch folgenden Spruch mitgeben. Lebenskünstler leben von der Zeit, die andere nicht haben. Eine Teilnehmerin meiner Vorträge fragte mich, Jeanette, woher nimmst du denn die ganze Zeit und vor allem die Energie, um neben deiner Familie auch noch so aktiv zu arbeiten? Wie schaffst du es, dabei so entspannt und erfrischend zu bleiben? Ehrlich, mich hat die Frage damals schon beeindruckt und mir wurde die noch zigtausendmal gestellt. Ich habe damals geantwortet, weißt du, ich mache das alles sehr gern, da stellt sich die Frage für mich gar nicht. Und sie meinte, aber der Tag hat doch nur 24 Stunden oder hat deiner etwa mehr? Nein, für jeden von uns hat der Tag nur 24 Stunden. Nur setzt jeder von uns andere Prioritäten. Die einen lassen sich die Zeit vom Fernseher auffressen, die anderen nutzen genau diese Zeit, um ihre Träume zu verwirklichen. In Klammern, liebe Leute, ich habe keinen Fernseher. Ich wüsste auch nicht, wozu ich einen brauche. Ich habe übrigens auch kein Netflix. Ich habe das alles nicht. Ich habe Zeit. Michael Douglas sagt einmal, Lebenskünstler leben von der Zeit, die andere nicht haben. Und natürlich gibt es Tage, an denen uns alles über den Kopf wächst. Wenn wir aber Träume haben, die uns Freude bereiten, finden wir eigenartigerweise immer Zeit, für diese Träume etwas zu tun. Was folgern wir daraus, liebe Hörer, liebe Hörerinnen? Je mehr Träume wir uns verwirklichen, umso mehr genussvolle Lebenszeit bekommen wir geschenkt. Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude. Leo Tolstoi.
Du hast es selbst in der Hand, von welcher Seite du dein Leben betrachtest. Um das Gute zu finden, musst du dich auf das Gute besinnen. Nutze jeden Tag, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Denke täglich über die glücklichen Dinge in deinem Leben nach und dein Strahlen erwacht von ganz allein. Ach, meine Lieben, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen Tag und am besten ein Leben voller Freude und Glück und möchte euch nochmal animieren. Macht die Übungen, wenn ihr wollt. Das Büchlein ist wirklich süß. Ich liebe es und schreibe es selbst rein. Ihr könnt zu mir mal kommen und euch das anschauen. Holt es euch. Die Links packe ich in den Podcast rein. Bleibt an euren Träumen dran. Die können so verrückt sein, wie es nur geht. Bleibt an euren Träumen dran. Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung, wo ich gesagt habe, hey, hey, ich habe zwar keine Ahnung, wie es geht, aber ich suche den Kontakt zum Olympiastadion. Und es gab 4 Leute, die mir den Kontakt zum Olympiastadion an diesem Morgen geben konnten. Also seid vorsichtig mit dem, was ihr euch wünscht, weil dann wird auch erwartet, dass ihr es umsetzt. Ich bin geflasht von diesem Erlebnis und weiß, dass ihr genau dasselbe könnt. Wichtig ist, aufschreiben. Aufschreiben. Und solltet ihr irgendein Motivationstief haben, dann hört ihr bitte einfach wieder diesen Podcast, im Herzerwärmer-Podcast, ihr wisst Bescheid, geht es immer ums Umsetzen von Lebensträumen. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like, ein Herz, wo auch immer ihr das gerade hört, lasst mir eine Nachricht da, dass es euch gefallen hat. Das ist mega wichtig für meine Motivation und dass ich diese Lebensträume und vielleicht das Olympiastadion eines Tages umsetzen kann, weil es euch da draußen alle gibt und ihr mögt, was ich hier tue. Bleibt dran an euren Lebensträumen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eure Jeanette. Womit hast du jeden Tag zu kämpfen? Kollegen, Stress, deinem Leben? Teile es uns mit und lass dich vom Herzerwärmer-Team unterstützen, deine Welt mit Lebensfreude zu füllen.